So. Ich habe im... Jetzt höre ich im Westen. Also das ist auf der anderen Seite. Ich würde gerne wissen, kann ich dem Ding da drin Schaden machen? Irgendwie habe ich ihm gerade Schaden gemacht. Von einer Todesfalle in die nächste, oder wie? Ja, da kämpfen wir schlecht. Okay. Ich muss jetzt hier ein bisschen rasten. Scheinbar kann aus diesem Nest gerade nichts spawnen, weil es eingekerkert ist. Oder an diesem Nest respawnt immer dann, was, wenn ich das Gebiet neu betrete. Das wäre noch fieser. Weil jetzt, wo die Wände offen sind, können die Viecher einfach rauskommen und mich gleich angreifen. Ja, und in meiner Paranoia mache ich gerade ziemlich viele Quicksave, weil wenn ich einmal wieder da unten lande, dann lade ich neu. Ich mache das nicht nochmal mit. Genau. Moment, wo bin ich jetzt gerade gelandet? So, im Norden ist was auf. Oh. Aber ja, das im Auge behalten. Hi. Warte, gingst du so? Nein, das war falsch. Das war Blood Curse. So ging der Zauber. Und da ist noch so ein Viech.
Dankeschön. Als ob ich euch hier vertrauen würde. Kristallschädel, Ancient Boots. Sind wieder leichter und bringt etwas. Bringt sogar Energy. Ah. Strong Mind Trade. Das wäre jetzt für einen von den beiden etwas. Er hat schon ziemlich viel Energy, also. Kriegst du mehr Energy? Kriegst die beiden Sachen noch und du kriegst diese Münze und den Schädel. Ich wüsste immer noch gerne, für was die Münzen gut sind. Ah ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Hier ist dann aufgegangen wahrscheinlich. Und da können wir nochmal einen Knopf drücken. Vielleicht können wir dadurch einen zweiten Eingang aufmachen, der einfacher zu erreichen ist. Okay, das hier habe ich geklärt. Das wollte ich nicht. Aber jetzt weiß ich schon mal, dass ich wieder in der im Gülleraum landen kann. Ja, macht sogar ein bisschen Sinn. Ich bin ja direkt hier auf der anderen Seite von der Treppe. Also hier ist die Treppe runter. Hier. Das heißt, hier und hier lande ich in dem Gülleraum. Und hier lande ich auf der anderen Seite von dem. Das sollte ich mir ansehen, sobald ich hier war. Nicht. Cool. Das ist ein Einwegausgang. Das ist gut zu wissen, dass das ein Einwegausgang ist. Da gibt es ja nur noch das hier abzuklappern. Bei den beiden können wir nicht aktivieren, also öffnen. Hi. Das dürfte allerdings nicht so schlimm sein. Level up. Feuermagie oder Stuff Defense? Ein Punkt in Stuff Defense.
Each has a wand item that is held. Empty ones cannot be recharged with the spell. Wenn ich damit den rechargen könnte, wäre das richtig nice. Fire Magic. Ein Punkt mal, dass ich Minen legen kann. Und vielleicht mal ein bisschen, was sieht denn Ice Magic? Jo. Sein Nest. Okay. Du? Bringst mich hier hin und jedes Mal, wenn ich hier hin tappe, spawnt so ein Vieh. Okay. Ah ja. Okay. Jetzt wende ich mal kurz heraus noch, wo es darunter geht. Dahin. Okay. Das heißt, wieder zurückporten, wieder so ein Vieh töten, was mir nicht viel ausmacht, weil das gibt Erfahrungspunkte und Erfahrungspunkte sind gut. Vor allem, weil ihm noch ein bisschen ein Stück weit fehlt. Oh, Essen. Was aber meine Theorie mit den spawnenden Viechern? Ups. Hey, diesmal ist keins gespawnt. Okay. Nee. Ich war da gerade bei Krabblern und irgendwelchen anderen Viechern unten. Egal. Ich würde mal sagen, ich port mich wieder hierher zurück. Mach das Vieh tot. Weil es kann einfach nichts, das Vieh zum Glück. Und mach hier jetzt mal einen Cut. Also, bis dann.